Eigentlich sollte Reality-Persönlichkeit Christine Nockpara dieses Jahr als Kandidatin ins Dschungelcamp einziehen. Doch dann geschah alles ganz anders. Noch vor dem Beginn von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, folgte Rausschmiss. Was war passiert? Bei der Ausreise nach Südafrika am Frankfurter Flughafen fielen Unregelmäßigkeiten in ihrem mitgeführten Impfnachweis auf, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main mitteilte. Christine Nockpara war dennoch nach Südafrika gereist. Der TV-Sender RTL antwortete daraufhin sehr konsequent und warf Nockpara aus der Dschungelshow. Obendrauf wurde jetzt gegen die Are You The One-Teilnehmerin ein Verfahren eingeleitet. Es besteht ein Tatverdacht des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Die Bundespolizei habe Beweismittel sichergestellt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt aber die Unschuldsvermutung. Nockparas Management war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Das TV-Sternchen selbst äußerte sich Medienberichten zufolge auf ihrem mittlerweile privaten Instagram-Account mit diesen Worten: Jetzt beruhigen wir uns erstmal, für bestimmte Sachen gibt es eine ganz plausible Erklärung. Sie bedauere ihr vorzeitiges Ausscheiden, wie die Gala sie zitiert. Statt Nockpara wird Jasmin Herren, die Witwe von Willi Herren, im Dschungelcamp zu sehen sein.